Hey und willkommen zu einem weiteren Video. Heute die Nachteile der finanziellen Unabhängigkeit. Dieses Video mag dir vorkommen wie Hohn oder wie den zweiten Schritt vor den ersten Schritt zu machen. Denn vermutlich möchtest du finanziell unabhängig werden oder zumindest unabhängiger. Und jetzt setze ich mich hier hin und bevor du überhaupt deine erste Million auf dem Konto hast, erzähle ich dir, was die Nachteile der finanziellen Unabhängigkeit sind. Es war mir sehr wichtig, solch eine Ansprache, solch eine Informationen in diesen Kurs mit reinzupacken, ganz einfach, weil ich nach dem Erreichen meiner finanziellen Unabhängigkeit gemerkt habe, dass ich einiges falsch dabei gemacht habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass du und sehr viele von euch nach diesem Kurs im Laufe der vielen Jahre, wie gesagt, nicht schnell, aber im Laufe der vielen Jahre die finanzielle Unabhängigkeit erreichen werden. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass mir einer die Nachteile und die Gefahren erzählt hätte. Von daher bitte ich dich wirklich, auch wenn du jetzt im Moment glaubst, ich kümmere mich dann darum, wenn es soweit ist und ich will das jetzt gar nicht hören, ich will auch nicht, dass mir das ausgeredet wird, bitte ich dich im bekannten Stil offen zu sein, auf meine Worte zu hören und drüber nachzudenken, weil ich würde sie dir nicht sinnlos erzählen, wenn ich nicht wirklich überzeugt davon wäre, dass das Ganze eine wichtige Information ist. Daher bitte dran denken, dass mit Reichtum auch Nachteile einhergehen, worauf du dich einstellen werden musst. Du kannst dir vorher überlegen, in welchem Weg du gehen möchtest. Ich kann dir ganz sicher dringend davon abraten, dich aufgrund deines gestiegenen finanziellen Wohlstandes dich von Menschen zu trennen, einfach nur, weil sie weniger Geld haben. Diesen Weg bin ich nie gegangen, diesen Weg möchte ich persönlich auch nie gehen, denn Freunde sollten sehr geldunabhängig sein, aber stell dich bitte darauf ein, dass das Ganze passieren wird. Von daher in diesem Video nochmal die Frage und den Appell an dich, dich damit zu beschäftigen, was du eigentlich wirklich willst.